Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum nächsten Update-Video, dieses Mal zum North America Animal Pack, denn der Trailer ist gerade erschienen und ich habe den im Vorfeld zur Verfügung gestellt bekommen von Frontier. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür und wir schauen uns jetzt den Trailer erstmal gemeinschaftlich an. Damit ist also die Katze aus dem Sack. Das nächste DLC wird das Nordamerika Tierpack oder Animal Pack. Und ich starte einfach mal rein. Wir gucken uns den einfach mal so ein bisschen an. Ich habe den, glaube ich, relativ leise gemacht. Ich glaube, ja. Wir haben den ja gerade zusammen gesehen. Beziehungsweise ihr habt den gerade selber gesehen. Und jetzt gucken wir uns den nochmal zusammen an. Das ist der erste Shot hier. Ihr kennt das ja mittlerweile, wo dann hier Planet Zoo North America Animal Pack steht. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es ein Animal Pack ist. Ich hätte gedacht, es würde ein richtiges DLC kommen, beziehungsweise ein DLC mit Bauteilen. Es gibt einige Bauteile, es gibt ein paar Enrichment-Items und dann gibt es natürlich auch 8 Tiere, denn es ist das Nordamerika Animal Pack. Die Tiere, wir sehen eins schon hier im Hintergrund, das ist der Elch. Die anderen Tiere, die mit in diesem Pack sind, sind der amerikanische Biber, der Elch, der kalifornische Seelöwe, der Puma, der Alligator, der amerikanische, der Präriehund und der Polarfuchs. Und dazu kommt dann noch der Bullenfrosch. Ich glaube, es heißt der amerikanische Bullenfrosch. Es ist auf jeden Fall ein Frosch. Für das Vivarientier, der dann dasselbe Vivarium bekommt, wie die Schildkröte, die wir schon haben fürs Vivarium. Finde ich ganz cool. Die Tierauswahl passt mir sehr, sehr gut. Ich habe ja mal ein Video dazu gemacht, welche Tiere im Nordamerika-Pack reinkommen sollten. Da habe ich, glaube ich, den Vielfraß noch gewählt. Den Biber, da freue ich mich extrem drauf. Ich weiß nicht, schreibt gerne mal in die Kommentare, welches dieser Tiere euer Highlight ist bis jetzt. Und dann schauen wir uns die natürlich nochmal an, wenn sie dann alle angekündigt wurden. Aber ja, das ist so der erste Shot und ich finde Elche, uns fehlen ja eh Hirsche, ne? Da sind Elche natürlich super nice. Hier sehen wir nicht so ganz mega viel. Die Bauteile sind ja alles das, was wir schon kennen. Allerdings gibt es hier halt die Seelöwen, die wir schon mal sehen. Und wenn man die jetzt sieht im Spiel, ist es, als wenn sie gar nicht weg gewesen wären. Beziehungsweise es fühlt sich so an, als hätten sie sehr doll gefehlt. Aber als würden sie die ganze Zeit dabei sein müssen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ich bin einfach mega hyped. So sieht's aus. Hier ein schönes Bibergehege. Ich finde das mega cool, dass die hier so einen Biberdamm gebaut haben. Bin generell mal gespannt, wie das funktioniert mit den Dämmen. Ob die Biber da überhaupt Bock drauf haben, in solchen Dämmen zu wohnen. Und dann ist es mega interessant, dass hier ist mega weitläufig, das Gehege. Ich glaube nicht, dass Biber so ein großes Gehege brauchen. Aber schon mal interessant, die werden tauchen können. Ich weiß das nicht, das wurde bis jetzt noch nicht gesagt. Man sieht, glaube ich, nur die Seelöwen tauchen, ne? Ich meine, ja. Also ein schönes Gehege. Hier jetzt auch nochmal ein Shot mit dem kleinen Biber. Ich pausiere jetzt. Ich wollte gerade eben pausieren. Hier, wo der kleine, süße, flauschige Biber ist. Ich freue mich so doll. Biber sind so cool. Und es ist ja auch, Nordamerika ist einer der Kontinente, auf dem wir die wenigsten Tiere hatten. Und mit einem Animal Pack hauen sie halt richtig viele Tiere raus. Das gefällt mir richtig gut, dass sie das... Vielleicht gefällt mir es ganz gut, dass sie das gewählt haben, ein Nordamerika-Pack zu nehmen. Animal Pack und nicht nur ein normales Pack mit 5 Tieren. Aber das ist natürlich Geschmackssache, aber ich bin großer Fan. Das sieht auch so aus, als wäre das hier so ein Damm, ne? So ein bisschen. Also als wäre das ein Damm. Oder es ist halt Rindenmulch, ne? Man weiß es nicht. Es gibt ja ein paar neue Enrichment-Items, wie gesagt. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir kriegen halt ein paar. Hier sehen wir dann den Shot mit dem, warte, wir machen mal einmal so. Entdecke Nordamerika. Hier sehen wir dann ein paar Gehege, die sie schon gemacht haben. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Tiere erkennen können. Denn sowohl der Polarfuchs als auch der Präriehund, der Alligator, das sind ja alles Tiere, die relativ klein sind. Ich bin ja ein großer Fan von den kleinen Tieren. Und gerade die Präriehunde. Ich meine, wir haben die Erdmännchen. Ich würde jetzt spontan einfach mal sagen, dass es dieselbe Eigenschaft ist, die die Präriehunde dann auch haben, wo sie dann abtauchen, also buddeln quasi. Freue ich mich aber drauf, weil Präriehunde,
Erdmännchen, das sind solche Gehege, die kannst du reinbauen, wenn du ein bisschen Platz hast oder so ganz wenig Platz hast. Dann kannst du die reinbauen und es sieht halt immer nice aus. In dem Fall hier ist das ja so ein nordamerikanischer Nationalpark. Ich glaube, es ist das Time Scenario, was wir dann vielleicht auch bekommen werden. Haben wir bis jetzt auf jeden Fall jedes Mal gemacht, so ein Time Scenario. Nordamerika, genau. Hier sehen wir dann den Elch nochmal. Die haben hier so ein schönes weitläufiges Gehege. 8 Tiere. Die Bauteile kennen wir, wie gesagt, alle. Das ist alles schon im Spiel. Ich bin gespannt, ob wir ein paar Pflanzen kriegen. Ich weiß nicht mehr, ob das beim Südostasien-Pack so war, dass wir da Pflanzen gekriegt haben. Dann hier, ich meine, guckt es euch mal an. Ein wunderschönes Tier. Der Elch. Ich bin gespannt, wie die weiblichen aussehen. Die haben ja nicht so großes Geweih. Aber ja, ist eher selten in Zoos, oder? Elche? Aber fühlen sich halt gut an. Weiß auch nicht. Elche, es war so das Standardtier bei Zoo Tycoon damals, dass man als erstes einen Elch gebaut hat. Zumindest beim ersten Teil. Da waren Elche immer sehr günstig im Unterhalt. Dann sehen wir hier den kleinen Biber, wie er rennt. Auch super, super schön animiert. Ich freue mich auf die Biber. Ich weiß nicht, was mein Highlight ist. Bin ich noch gespannt. Dann sehen wir hier, ist, glaube ich, unschwer zu erkennen, dass das dann der Puma sein wird. Aber den haben wir noch nicht richtig gesehen. Ich denke mal, wir kennen ja die meisten Katzen, die wir im Spiel haben, aber Puma ist einfach nochmal cool. Ich weiß nicht, bei Katzen kann ich nicht genug haben. Allgemein kann ich keine Pläne zu Tiere genug haben. Außer eines, und das sehen wir, glaube ich, auch gleich nochmal. Hier ist es. Hier ist er. Der Alligator, Leute. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich vom Alligator halten soll. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr Alligator-Liebe habt. Ich weiß das nicht. Das ist so ein... Ist eine schwierige Geschichte. Es war schon damals beim Kaiman so, dass das eine schwierige Geschichte war. Jetzt ist der Alligator drin. Ich hab's kommen sehen. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Bin ich gespannt. Aber nee, es ist cool, neue Tiere zu kriegen, ist immer cool. Und dann hast du jetzt halt auch nochmal ein Krokodil aus Nordamerika. Das ist doch in Ordnung. Genau, ihr könnt es ja euch jetzt auf die Steam-Wunschliste machen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Der Link dazu müsste unten in der Videobeschreibung sein, wenn ich das hinkriege. Dann sehen wir hier den Seelöwen tauchen. Auch wir kennen es ja mittlerweile, es wird wahrscheinlich sehr der Robbe ähneln, aber allein, dass man beide hat, finde ich, ist eine gute Sache. Dann sehen wir hier die Seelöwen. Ich bin gespannt, weil hier ist nicht so mega viel Farbunterschied und so wie ich das gesehen habe, sind die Männchen immer mega dunkel. Weiß ich nicht. Das hier sieht ja aus wie ganz viele Weibchen. Und hier sind auch ganz viele kleine Baby-Seelöwen. Da freue ich mich auch drauf. Ich weiß nicht, das Animal Pack hier fühlt sich anders an als das Südostasien Pack. Vielleicht auch, weil wir so viele verschiedene Tiere gekriegt haben. Aber ja, ist mein Geschmack. Meine Idee. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll. Der hier sieht aus wie ein Männchen, deswegen bin ich ein bisschen, ja, überfragt. Aber er sieht auf jeden Fall... Der sieht auf jeden Fall auch sehr süß aus. Und gefährlich. Ah, ich freue mich einfach. Ich finde es auch okay, dass man keine Shows mit denen machen kann. Also, finde ich nicht schlimm. Hauptsache, wir haben die Tiere. Ja, und das war dann das Letzte, was wir im Trailer gesehen haben. Am 4. Oktober, wenn auch das Update rauskommt, erscheint dieses Pack. Das heißt, ihr könnt es euch jetzt auf die Steam-Liste tun. Dann erscheint das Pack am 4. Oktober. Zusammen mit dem Update. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das gibt es oben in der Videobeschreibung. Ich freue mich ganz doll drauf. Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock auf die ganzen Tiere. Und Nordamerika hat einfach noch gefehlt. Also wir haben die Bisons, wir haben die Gabelböcke, wir hatten die Schildkröte. Und dann glaube ich irgendwie ein, zwei Schlangen oder so. Ich meine, das war's mit Nordamerika. Und jetzt hauen sie 8 Tiere raus. Finde ich gut. Ich freue mich. Ich hoffe, diese kleine Trailer-Analyse hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank nochmal an Frontier, die mir das zur Verfügung gestellt haben. Im Vorfeld, so dass ich dieses Video taufrisch für euch hochladen konnte. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, vielleicht ja im nächsten Video. Vielleicht im nächsten Update-Video. Vielleicht gibt es ja ein Update, wenn wir alle Tiere gesehen haben. Das dauert natürlich, denn 8 Tage sind lang. Beziehungsweise 8 Tiere sind viele. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ihr mögt. Bis dahin, haut das mal rein. Ciao, Leute.